Jo, schönen guten Tag. Der Ära ist wieder da und wir spielen Bannersage. Ihr verpasst nichts, es geht direkt da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben uns auf die Fresse hauen lassen. In diesem Dorf gibt es nur noch Geister und nun noch ein paar Wüderleichen mehr. Als ihr gerade gehen wollt, findet ihr zu eurem Erstaunen einen alten Mann, der still in einem heruntergekommenen Marktstand hinter ein paar Gegenständen sitzt. Er summt vor sich hin, als wäre alles in Ordnung. Offenbar steht er unter Schock. Ihr nehmt ihn in die Karawane auf, bevor ihr weiterzieht. Okay, also hier hat es trotzdem einen Markt. Ja, da mein Ansehen. Ja, ich brauche Essen. Es nützt nichts. Ich brauche Essen. Was gibt's denn hier? Plus 3 Wille pro Tötung. Nee, brauche ich nicht. Das ist eins Rüstung. Namen jetzt Ring 2 abgelaufen. Abgelenkte Stärkeschaden. Gut, der ist aber zu teuer, den kann ich mir nicht leisten. Ja, wir gucken erstmal. Ich muss mal wieder Beförderungen durchführen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal geredet haben. Ich bin Nid, du bist Rug, ich weiß. Wir reisen eigentlich schon lange zusammen. Ist es nicht seltsam, dass man anderen so nahe sein kann, ohne sie zu kennen? Ich begegne jeden Tag Leuten, von denen ich sicher bin, dass ich sie noch nie gesehen habe. Ich wollte dir danken dafür, dass ich mitkommen durfte. Warst du schon immer so eine gute Schützin? Aufrichtig, ich habe noch nie geschossen, bevor Adlife mich dazu gebracht hat. Ich habe mein ganzes Leben lang Kleider gemacht, geputzt. Adlife ist gut, aber ich glaube nicht, dass alles ihr Werk war. Es fühlt sich gut an. Ich sehe einfach dahin, wo ich hinschießen will. Jedenfalls geht es mir besser. In der Karawane sorgen sich alle dauernd und machen Probleme. Manchmal baden sie richtig in ihrem Elend. Ich bin froh, dass ich mich nützlich machen kann. Wo kommst du her? Du bist doch nicht aus der Gogor. Da kenne ich die meisten Leute. Nein, ich hatte ein Haus in Frostweller, aber daraus sind wir vertrieben worden, als die ersten Wüter auftauchten. Mein Mann starb, als er versuchte, unser Haus zu verteidigen. Meine Söhne und ich landeten in den Feldern. Das tut mir leid. Ekils Männer haben meinen Mann getötet. Jetzt reist Ekil mit uns. Lange Zeit war ich zornig. Warum darf er leben? Warum hast du über uns hinweg entschieden? Du siehst einen Moment lang weg und weißt nicht, was du sagen sollst. Aber ich habe mich damit abgefunden. Ich habe drei Söhne, die sollen nicht mit Hass im Herzen aufwachsen. Darum wollte ich dir danken. Gern geschehen, ich sollte jetzt gehen. Denk dir nichts dabei, wir haben alle unsere Probleme, mit denen wir fertig werden müssen. Lass mich wissen, wenn ich auf irgendwas schießen soll. Das ist vernünftig. Aber ehrlich gesagt, die Gute kann ehrlich gesagt nicht besonders viel. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt muss ich mal dem guten Hogun hier. Ich nehme dem mal jetzt alles weg hier. So. Der nehme ich das hier auf jeden Fall wieder weg. Und ja, der gute Krumir. Ich würde den ja gerne befördern, aber dafür reichen die Punkte nicht. Dafür brauchen wir 20 Ansehen. Diese besitze ich nicht. Aber wir könnten mal den Mogun befördern. Das machen wir mal. Weil der ist cool. Dem verpassen wir jetzt noch. Hier eins und da eins bestätigen. Und dann können wir noch. Jetzt habe ich noch 7 Ansehen. Das reicht nicht. Das reicht nicht, um den hier noch zu befördern, richtig? Ja, dachte ich mir. Na gut, 7 Ansehen heißt für mich, ich kaufe jetzt davon Essen. Also ich kaufe jetzt auf jeden Fall noch zweimal Essen. Ah, insgesamt verfügbar. Das war's. Hier gibt es nichts mehr. Dann müssen wir jetzt trotzdem ein bisschen ausruhen, damit die Moral so ein bisschen auf Normalniveau kommt. So, jetzt geht's aber weiter. Ist echt der Kampf zwischen Essen und Moral, der ist echt nicht so richtig schön. Das ist jetzt schon der 129. Tag, hey. Alter. Plötzlich und ohne Vorwarnung setzt Schneefall ein und wird rasch dichter, bis man seinen Vordermann nicht mehr sehen kann. Du rufst, dass alles anhalten soll, aber der heulende Wind übertönt dich. Es vergeht ein Tag, bis der Schneesturm endlich nachlässt und man in den Schneewehen wieder einzelne Leute ausmachen kann. Rasch zeigt sich, dass ihr nicht mehr vollständig seid. Bei einer raschen Suche in der Umgebung werden nicht alle fehlenden Clanmitglieder gefunden.
Ja, wir lassen Freiwillige suchen. Es melden sich viele Freiwillige, die du für eine bestimmte Dauer in alle Richtungen schickst. Leider kehren sie überwiegend allein zurück. Die betroffenen Familien flehen um eine längere Suche. Wir machen noch ein Leuchtfeuer an. Sammelt alles, was sie verbrennen lässt, rufst du den Leuten zu. Wir warten, dass die Vermissten uns finden. Leider könnt ihr kaum trockenes Holz zusammentragen und das Feuer kommt auch nicht recht in Gang. Schließlich wird euch klar, dass niemand mehr kommen wird und ihr macht euch wieder auf den Weg. Oh, das läuft. Jetzt ist unsere Moral endgültig im Eimer. Ei. Super. Da hätte ich mir die ganze Pausiererei echt sparen können. Ei. Dieses Spiel ist echt fies. Wir halten fest, das ist ein echt fieses Spiel. Das kackt mich immer wieder an. Unter dem Götterstein für Ingrid, Göttin des Wissens, ruht sich die Karawane endlich etwas aus. Ivar scheucht ein paar Kinder von einem einzelnen Wüterschleuderer weg, der tot beim Stein liegt. Sollten wir uns seinetwegen Sorgen machen, fragst du Ivar und zeigst auf die Wüterleiche. Ich glaube nicht, meint er. Natürlich schade es nicht, wenn ein paar Wachen sich umsehen. Stunden vergehen ohne Warnung. Ja, wir inspizieren mal. Ingrids Götterstein ist mit alten Runen bedeckt, die dir nichts sagen. Eivind erzählt jedoch, dass einige Magier sie entziffert haben. So haben die Magier die Sprache der Götter gelernt. Hinter dem größten Stein zieht sich eine lange Serie von Steintafeln mit weiteren Inschriften den Hügel hinunter. Das Seltsame ist laut Eivind der Umstand, dass sich die Inschriften ändern können, je nachdem wer sie liest. Normalerweise ist darin die Geschichte der Götter beschrieben, aber es kann auch um jedes andere Thema gehen. Leider kann Eivind selbst die Zeichen nicht lesen. Juno könnte es, sagte er. Genau, wir suchen nämlich noch die gute Juno. Als ihr euch auf den Abmarsch vorbereitet, ertönen Schreie aus Richtung des Hauptgöttersteins. Die Jungen, die so neugierig den Toten wieder bestaunt haben, kreischen und zeigen. Einen Augenblick lang denkst du, dass er wohl doch nicht tot war. Aber dann siehst du, dass sie ein Bündel in seinen Händen ausgewickelt haben. Warte, sagt Ivar, den Arm vor deiner Brust. Das sollte niemand sehen, bring alle weg. Ihr stockt das Blut in den Adern, Alette schiebt sie vorbei und keucht auf. Halt, ruft Ivar, aber die neugierigen Umstehenden haben es schon gesehen. Oh je, was haben wir denn jetzt wieder gefunden? Lass es. Auf dem Boden vor dem toten Schleuderer liegt eine kleine steinartige Figur, deren Hände nach etwas suchen, es aber nicht finden. Das ist ein Säugling. Oh, dieser Wüter ist eine Frau. Wir haben Frauen getötet. Wir haben die ganze Zeit Frauen und Kinder gemetzelt und sie sterben lassen. In einem Krieg kämpfen nur die Männer. Wir kämpfen doch schon die ganze Zeit gegen die Wüter. Warum greifen uns Frauen an, die Kinder auf dem Rücken haben? Es ist keine Invasion. Sie sind auf der Flucht. Alles erstarrt, die ganze Karawane hat sich bestürzt versammelt. Als ich mit Juno gesprochen habe, sagte sie mir, dass etwas im Anzug ist. Sie wusste nicht, was. Eine Finsternis, etwas Schwarzes bedeckt die Welt und die Wüter fliehen davor ebenso, wie wir vor den Wütern fliehen. Die Schlange, das Beben, das All ist alles der Anfang vom Ende. Ivar, du wusstest es. Warum? Warum hast du nichts gesagt? Ivar? In meiner Jugend tötete ich einen der Sundr während des Zweiten Großen Krieges und war Ratze. Wann immer wir unsere Verteidigung aufbauten, schlug er sie wieder platt und warf uns zurück. Ich wurde von den anderen Wahl getrennt und stieß in einem Schneesturm zufällig auf Ratze. Allein, er war weiblich und stillte gerade ein Kind. Ich warf meine Axt, sie drehte sich im Wind. Ihr Sohn starb in ihren Armen. Sie war so bedauernswert, wie sie da im Schnee kniete. Sie machte keinen Versuch, mich davon abzuhalten, ihren Kopf zu nehmen. So tötete ich einen Sundr. Ach Gott. Als ich dann nach Grofheim gelangte, wollten die Wahlen mich zum Kenderer machen. Nur dem König unterstellt. Ich ging fort. Ich lief, bis ich ins Gockel eintraf, wo niemand wusste, was ich getan hatte. Der Wind in den Bäumen ist das einzige Geräusch. So wie zum Thema der große Held. Oh je. Lange Zeit sagt niemand irgendwas, dann bricht ein Mädchen das Schweigen. Was machen wir mit dem Kleinen? Du spürst ein Kloß im Hals, als du auf deine Obsidian-Kreatur vor dir siehst. Ich würde mal abstimmen lassen. Einige grummeln zwar, man sollte es dem Zufall überlassen, aber insgesamt stimmt die Karawane eindeutig dafür, den Zeugling zurückzulassen. Er bleibt unter dem Götterstein liegen, als die Karawane weiterzieht. Du versuchst, die Episode zu vergessen und dich darauf zu konzentrieren, Siegerholm zu erreichen. Okay. Och Mann, und die Moral ist im Arsch. Ei, der Dau ist ein Rehlein. Die Moral ist im Arsch, mein Essen geht mir schon wieder aus. So, und es ist noch nichts in Sicht.
wo ich hinkommen könnte. Wir haben nur noch für 3 Tage Essen. Du drehst deine übliche Runde, als du aus dem Bereich der Wahl eine ziemlich laute Diskussion hörst. Iva gesellt sich zu dir, als du dich näherst. Ubin, du wärst lieber dafür bekannt, dass du in der Mädchenke eingeschlafen und gestorben bist, als dafür gegen einen Sunder gekämpft zu haben. Nein, ich wäre lieber dafür bekannt, nicht zu sterben. Ich weiß gar nicht, weswegen du dir Sorgen machst. Ich habe den großen Kriegen schon 100 Male gemacht. Nimm ein paar Krieger und dann auf die Wüter mit Gebrüll. Sie sollen euch in die Hügel folgen, da hängt ihr sie ab und schon seid ihr sie los. Bei diesen 100 Malen, die du das gemacht hast, wurden sie da auch von Brüller angeführt. Hast du nie gehört, wie ich Brüllers Schädel mit einer Wurfaxt getroffen habe? Die beiden Wahl unterbrechen ihre Debatte, als ihnen plötzlich auffällt, dass du ihnen zuhörst. Wollt ihr dem Wütern entgegentreten? Vorsicht, mein Freund, hier kannst du dich vor Geschichte kaum retten. Die Krieger haben gerade festgestellt, dass wir ganz schön viele Wüter auf den Fersen haben. Brüller bildet den Schluss. Und er meint, er könnte einfach hingehen und sie von unserer Spur abbringen. Wie wäre es mit etwas Dankbarkeit? Ich dachte, du wärst froh, endlich der älteste Wahl weit und breit zu sein, Ubin. Ich bin nie froh, mehr Wahl zu verlieren, Krummer. Außerdem bin ich nicht überzeugt, dass du wirklich älter bist als ich. Ich überlasse euch das. Überlassen? Meine Güte, du musst daran gewöhnt sein, dass Iva tut, was du sagst. In den alten Zeiten wäre ich jetzt schon halb beim Schlachtfeld, wo wir davon reden. Kommst du mit, Ingvar? Du könntest deinen Arm von Brüller zurückfordern. Ich glaube nicht, ich bin nicht ganz in der Stimmung. Na schön, ich grüße Harderbrock von dir. Krumme und zahlreiche Wahlkrieger ziehen der wachsenden Wüterarmee entgegen. Wird er wiederkommen? Das ist er bisher immer. Aber diesmal könnte es anders sein. Ach du Scheiße, jetzt sind meine Wahl... Das läuft alles nicht so richtig gut. Wenn man ehrlich ist. Und hier ist nichts zu sehen. Es ist echt nichts in der Nähe, wo ich sage, hier könnte man jetzt mal hinziehen. Es macht jetzt auch keinen Sinn, ein Lager zu errichten, weil... Klar kann ich rasten, aber dann hungere ich. Halt, ertönt irgendwo vor euch eine resolute Stimme. Die Umgebung wird plötzlich lebendig. Bewaffnete umstellen die Karawane. Es muss kein Blutvergießen geben, sagt der Anführer. Lasst einfach ein paar Wagen hier und tut so, als hättet ihr nie angehalten. Es kommen übrigens Wüter. Ihr habt wohl keine Ahnung, dass Wüter im Anmarsch sind, rufst du. Wenn das so ist, mein Bester, brauchen wir die Vorräte dringender als je zuvor. Und ohne einen Seitenblick auf seine Leute greift er an. Das kann er auch vergessen. Das kann er aber schön abhaken. So, ja, die Nit war Mist. So, wir nehmen den Iva. Dann haben wir ja hier noch Hogun ist dabei. Mogun kommt noch mit. Und dann nehmen wir natürlich den guten Gunulf wieder mit. Gunulf ist schon 5. So, und jetzt, was geben wir dir, Gunulf? Das Ding hier. Wir geben dem jetzt mal das Teil hier. Das ist ganz geil. Entschuldigung, falscher Knopf. Was hast denn du hier? Du hast den Anti-Aggressionsknopf. Und dir geben wir bis Stufe 2. Was ist denn das hier? Plus 2 Willen pro Tötung. Rüstung, Stärke, Willenskraft. Das ist okay. Und was gebe ich dir, mein Freund? Willen pro Tötung, Rüstung in Ruhe. Willen pro Tötung. Ja. Alles Rotz, nehme ich das. Lalalala. Was hat denn der Rug eigentlich hier an Ausrüstung? Plus eine Bewegung, plus 10% Ausweichen bei Stärkeangriffen. Da gibt es doch bestimmt noch was Besseres in meiner Sammlung. Nee. Tatsächlich nicht. Okay. Dann behältst du die Schuhe. Bereit, wenn sie es sind. So, hoffentlich haben die Vorräte, die ich denen klauen kann. Okay, wir schieben mal hier das hier so hin. Basteln uns mal hier. Und ja, die schicke ich mal in die Mitte. Und dann... Nee, dann gehen wir hier mal voran. Na, das sind halt Menschen, also das ist ja grundsätzlich...
Oh, guck mal hier. Der hat auch diesen Angriff. Das ist natürlich... Basinga. Und jetzt... Das Problem ist halt, dass man immer nicht so richtig weiß, was ist hier diagonal. Das war gut. So. Ein Schaden reicht, um den hier aus der Jacke zu boxen. Ui, das war gar nicht schlecht. Dann matchen wir dem einfach mal ein bisschen Rüstung. Hat ganz schön viel so grundsätzlich. Der Rüstungsspalter. Ja, mit dem erstmal weg. Und ganz schöne Kellen raus. Drei hat er noch. Müsst ihr mal die Rüstung reparieren hier. Kommt da wieder der Blutflegel. Warum habe ich denn jetzt eigentlich hier so eine Reduzierung? Machen wir mal so. Super. Und den ziehen wir jetzt einfach mal ein bisschen rum und klopfen willkürlich drauf ein. Boah, das ist schon krass, die haben das alle. Ach, das ist wegen der Moral, weil die Moral so im Keller ist. Das ist ja eine Scheiße. Ja, das ist nicht schön. Ui, da geht er wieder hin. So. Müssen wir mal den Lichtbogen rauslassen hier. Oh, na klar. Ah, ich kann doch auch nichts dafür, dass die Moral hier so im Keller ist. Ich komme halt nicht an. Wenigstens hat Rug noch Normalform. Ja.
da gibt es was mit dem Stecken. Hauen weg. Sehr gut. Ja. Und was soll ich sagen? Da waren die 20 Minuten auch schon wieder rum. Ja, Gundulf kriegt irgendwie immer auf den Frack. Ja, wir haben ein paar Räuber zurückgeschlagen und das ist ein schöner Punkt für ein Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar. Ja, was auch immer und ja, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao, der Ära.